Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Nordfriesland im LS22. So, der Düngerstreuer läuft wieder. Der Drescher sollte auch laufen. Den habe ich zum Ende der Folge noch eben schnell mal leer gemacht. Beziehungsweise leer laufen lassen. Warum drehst du jetzt? Okay, es kann mir eigentlich egal sein, aber Hauptsache er fährt jetzt auf der Spur weiter. Gut. Das läuft soweit auch. Ich glaube, mehr Helfer hatten wir gar nicht aktiv, ne? Nee. Ja, die Mission hatten wir ja in der letzten Folge relativ gut oder sehr, sehr gut bearbeitet, hätte ich beinahe gesagt. Oder sie ist sehr, sehr gut vorangeschritten. Können wir mal nachgucken. Ja, da Erntemission 75%. Wir haben schon ordentlich Getreide abgeliefert und die Pflugmission ist schon bei 61. Also so lange wird es auch nicht mehr dauern. Noch eine Mission werde ich allerdings nicht annehmen, weil wir die dann garantiert nicht mehr schaffen werden. Die Wiesen müssen ja auch nur noch gekalkt und gedüngt werden und dann ist das alles soweit ready, dass wir eigentlich den nächsten Ingame-Tag starten können. Da freue ich mich schon drauf. Unser Getreide sollte ja dann auch schon wachsen und unser Rapsfeld sollte auch schon ganz gut mit dabei sein. Mäh. Ein kleines Pfohlen? Jep, ein kleines Pfohlen. Also dieses, beziehungsweise dieser Mod mit dem erweiterten Tiermenü ist, ich finde den cool. Weil hier kann man jetzt auch mal die kleinen Fohlen sehen, etc. Kann ich da trotzdem noch drauf reiten? Nein. Tiermenü? Lamm? Nein. Genau. Hier fällt denn auch das tägliche Reiten weg. Solange das Fohlen noch so jung ist. Ich finde das cool. Ne, hier sind unsere Lämmer drin. Da hinten sind die Schafe drin. Ja, ich weiß. Genau, die fühlen sich hier auch sauwohl, hätte ich beinahe gesagt. Apropos Sau. Ein paar Schweine wären auch cool, ne? Wenn man denn die ganzen Ferkel sehen kann. Genau. Ihr habt auch ein saugutes Kuhleben. Hab ich Küken? Hört sich da noch an? Yep, hab ich. Die kleinen gelben Punkte. Alles Küken. Ist das eine Ente? Nee, auch ein Huhn. Und schon 121 Tiere. Mann, Mann. Ja, eben bin ich rübergekommen, jetzt nicht mehr. Oder jetzt geht's aber wieder. Ja. Aha. Wir könnten eigentlich mal anfangen, selber Saatgut herzustellen. Oder habe ich schon was produziert? Das weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Hier ist ja unser Lager. Doch, wir haben schon. Beziehungsweise wir haben noch 13.000 Liter. Das reicht dicke. So, ein Drescher läuft auch wieder voll. Und den Kalkstreuer müssen wir wieder auffüllen. Haben wir Kalk in unserer Fabrik? Ich glaube nicht. Nein. Dann müssen wir wieder Kalk kaufen fahren. So. Wenn ich den Lappen aus dem Mund nehme, dann klappt das auch. Dann geht das wieder los.
ist ja auch nicht mehr viel. Die Wiese und die Wiese beim ehemaligen Palettenwerk, und dann ist das auch schon alles erledigt und gegessen. Worauf ich mich natürlich freue, ist auf das Geld, was wir für die Mission bekommen. Da können wir ja auch entweder wieder investieren in neue Felder oder in neue Maschinen. Wenn es was Schönes im Angebot gibt, dann wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt, in schöne Maschinen zu investieren. So, hier steht noch ein bisschen Kalk. Das nehmen wir doch gerne mit. Erster. Dann könnten wir den Bredal auch mal vergrößern. Noch einen Aufbau oben drauf machen. Dass wir ja, ich habe ja gesagt, mehr Produkte mitnehmen können. Gut, im Angebot ist nämlich so maximal gar nichts. Ich würde jetzt einfach nochmal 8 Sack Kalk kaufen, da der Kalkbedarf hier auf den Wiesen relativ hoch ist. Wie wir ja schon festgestellt haben, mit 1,5 ist das doch schon relativ viel. So, und was dann halt noch über ist, das kommt dann halt auf den Hof. So. 9000 Liter. Und dann geht's wieder zurück zum Feld. Ja, schön die Äste. Na, wo willst du hin? Fährst du oder stehst du? Wunderbar. Also Feld 7 hier nebenan hätte ich schon ganz gerne. Aber ich glaube, da brauchen wir 300.000 für oder so. Und bis wir die erwirtschaftet haben, das wird wohl noch ein bisschen dauern. So ein ganz bisschen. Aber wir kommen auch mit unseren eigenen Erzeugnissen gut klar, dass wir Gewinn machen. Von daher sehe ich da eigentlich nicht allzu schwarz, dass wir das in naher Zukunft auch als unser nennen dürfen. So, hier sind so 1,35. Dann kannst du mal hier wieder weiterfahren. Der Drescher. Ich hoffe, er schafft das mit seinem Tank noch. Dass der Tank noch ausreicht, um das Riesenfeld hier abzudreschen. Wir könnten natürlich noch das Strom mitnehmen, also den Mod habe ich auch noch an, aber das wäre irgendwie ein bisschen mehr Diebstahl als alles andere. Wie weit bist du denn beim Pflügen jetzt eigentlich? 65. Erntemission ist 78. Auch noch ein bisschen. Ein ganz bisschen. Die Silageballen dauern ja auch noch ein bisschen. Ja, hier sind wir schon bei 1,5. Ausbringmenge 10,5 Tonnen pro Hektar. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das Feld einen Hektar hat, aber das ist schon mega viel. Wo steht das hier? Knappe 2 Hektar. Also gute 20 Tonnen gehen hier rauf. Das ist echt schon viel. Wenn wir später so ein großes Feld besitzen, sollten wir uns überlegen, vielleicht 2 Drescher hier laufen zu lassen.
damit man das auch an einem Ingame-Tag abdreschen bzw. neu bestellen kann. Aber ich dresche am liebsten die Felder mit den Missionsdreschern ab. Zum einen, weil sie es haargenau so abdreschen, wie das die Mission gerne hätte oder möchte, und weil ich dann keine Reparaturkosten habe. So, vorletzte Bahn. Oder noch ungefähr anderthalb Bahnen, dann sind wir durch. Ja. Vielleicht haben wir auch das Glück und haben am nächsten Ingame-Tag ein paar Düngermissionen, die wir erledigen können. Also noch schneller kann man ja denn kein Geld drucken, hätte ich beinahe gesagt. Da läuft er wieder voll. Ja, aber in den Fan passt noch einiges rein. In den Case auch. Und bei uns, ja, unser Anhänger ist auch noch leer. Wo will der Drescher jetzt hin? Ich glaube, der fährt wieder zum Fendt. Einfach weil das der nächste Abladepunkt ist. Jep. Er fährt wieder zum Fendt und lädt da ab. So, guter, kleiner, großer Fendt. Ja, das sind die 9000 Liter, die wir aufgefüllt hatten. Ist schon fast wieder weg. Ich nehme jetzt aber mal den Helfer raus und mache den Rest selber. Weil wir dann nachher sowieso wieder auffüllen müssen. So. Die halbe Bahn nochmal mitgenommen. Kriegen wir auf jeden Fall von den Wiesen wieder einen mega guten Ertrag runter. Und müssen uns darum auf jeden Fall keine Sorgen machen. So. Dann füllen wir den nochmal auf und dann bringen wir den zur letzten Wiese, dass er da auch nochmal kalken kann. Also ich muss echt sagen, momentan spiele ich den auf Friesische Marsch, also unseren Spielstand hier, echt gerne, weil wir noch nicht so groß sind. Hier ist alles noch relativ überschaubar. Die Feldarbeit, die Wiesen, ne, mit ein, zwei Lohner-Missionen geht das auch noch klar. Wenn man denn nicht so viel Leerlauf hat, wenn das alles ein bisschen entspannt ist, sieht, dass auch genug Geld reinkommt. Dann finde ich, macht so ein kleiner Spielstand auch mega viel Spaß. Also wenn man da 20 Maschinen, ich hätte beinahe gesagt, bewirtschaften muss, managen muss, wo die zu arbeiten haben und wo nicht. So. Wir brauchen nochmal Kalk. Und tanken müssen wir irgendwann mal. So, da ist der nächste Sack verschwunden. Da wird gar nicht so viel überbleiben. Wenn wir Pech haben, müssen wir sogar noch was dazu kaufen. Vier Sack noch. Ja, ich hoffe mal, dass das reicht, ne? Ich hoffe es mal. So, so. Auf ins Getümmel.
wieder Tempomat rein und gib ihm. Hol alles raus, was du kannst. Gut. Rasen mähen müssen wir bei unserem Wohnhaus noch nicht. Das ist doch auch nicht schlecht. So, was sagt der Tierhändler? Ich glaube, der hat schon Feierabend. Die Windmühle dreht sich fröhlich vor sich hin. So. Oh, ein Nachbar. Wo der wohin will? Man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen erst die kleine Wiese, ne? Können wir auch eben alleine zusammen machen. Boah, hier geht aber auch wieder eine ganze Menge drauf. 0,8. Müssen wir ja bald nochmal fahren. Der Drescher ist auch wieder gut gefüllt. 0,75. Geht hier viel Kalk drauf. Wunderbar. Gut, ich habe jetzt nicht alles mitgenommen, ne? Aber sei es drum. So. Dann fahren wir jetzt mal eben schnell die langen Bahnen ab. Jo. Das läuft. Ich weiß, ich müsste den eigentlich nicht ausmachen. Ich mache es trotzdem immer. Ist irgendwie Gewohnheit. So, dann fahren wir nochmal über das letzte Stück und dann kann CP wieder zeigen, was es kann. Gut, da sollte nichts mehr hin. Und hier garantiert auch nicht. Ich probiere es trotzdem nochmal. Nö. Denn nicht. So. Ja, hier fehlt auch 0,75. Erstellen wir wieder einen Kurs und dann kannst du hier ordentlich deine Bahnen ziehen. Nicht letzter Wegpunkt, sondern erster Wegpunkt und viel Spaß. Du lädst wieder ab. Das ist doch super. Was sagt die Mission? 82%. Und der Pflug 70%. Das ist doch, eigentlich ist das gar nicht mal so schlecht. Eine Stunde noch. Eine Stunde 12. Und der Drescher... 37 Minuten. Also noch gute 2 Folgen. Dann sind wir vom Dreschen erlöst. Ich würde jetzt aber auch sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Ne? Heute 2 Folgen. Ich bin guter Dinge, dass ich das morgen auch schaffe mit 2 Folgen. Beziehungsweise das Wochenende natürlich auch. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Über positive Bewertungen würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.